Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Drittligaspiels am 23. Spieltag der dritten Liga begrüßen. Vor 5.650 Besuchern trennen sich der KFC und der TSV 1860 München unentschieden 1:1. Zunächst noch die Ergebnisse von den anderen Plätzen der dritten Liga. Kaiserslautern und der Hallesche FC trennen sich 0:0. Energie Cottbus unterliegt den Würzburger Kickers mit 1:2. Hansa Rostock gewinnt gegen die Spielvereinigung Unterhaching 2:0. Fortuna Köln schlägt den FSV Zwickau 1:0. Und Karlsruhe Jena und der Karlsruher SC trennen sich unentschieden 1:1. Bei mir jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die heute hier in Duisburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Daniel Birovka, zu meiner rechten der neue KFC-Trainer Norbert Meyer. Herr Birovka, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, danke. In der ersten Halbzeit, denke ich, haben beide Mannschaften gut verteidigt, wenig Räume gelassen für den Gegner. Wir haben gewusst, mit Osabe, Eigner, Beister, dass man wirklich ein sehr schnelles Spiel hat in der vorderen Reihe. Deswegen wollte man auch nicht zu hoch attackieren, um einfach zu viel Raum zu geben. Das haben wir, denke ich, ganz ordentlich gemacht. Leider hat Umschaltsituationen nicht optimal ausgespielt in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit sind wir rausgekommen, kriegen dann aus einem, ja, selber aus dem Konter das 1:0, muss dann der Kreis Thüringen gut ausspielt, das Tor macht zum 1:0. Dann noch, danach kommen wir zurück auf den Standard, wo klar ein bisschen glücklich war, der Torwart da nicht ideal ausschaut, aber trotzdem das 1:1 machen. Dann leider Herbert Paul mit einer gelben Karte, muss einfach den Gegenspieler laufen lassen. Das muss er einfach lernen, das ist ein junger Spieler. Dann lass ihn lieber die Flanke zu, also verteilen die Flanke in der Mitte, aber dann das Risiko zu gehen, die gelb-rote Karte zu kassieren, war unnötig in dem Moment. Ja, und dann ging es bei uns einfach nur darum, jetzt irgendwie doch zu verteidigen, Leidenschaft auf den Platz zu bringen, Herz auf den Platz zu bringen. Das hat meine Mannschaft dann gut gemacht und da ist sogar noch der eine oder andere Nadelstich gesetzt, aber im Großen und Ganzen nach dem Spielverlauf müssen wir auf jeden Fall zufrieden sein mit dem Unentschieden und den Punkt nehmen wir jetzt auch mit. Und Uerdingen wünsche ich noch alles Gute für die restlichen Spiele. Danke. Vielen Dank, Daniel Birovka. Dann darf ich jetzt KFC-Trainer Norbert Meyer um seinen Kommentar reden. Ja, ich habe schon wenig gesehen. Wir waren natürlich bemüht, gerade in der ersten Halbzeit wirklich Ordnung in unser Spiel zu kriegen nach drei Niederlagen und ich denke auch einer Flut von Gegentoren. Wir haben das sehr kompakt gelöst, unser defensives Mittelfeld mit Konrad und Matuschik haben das wirklich sehr seriös heute gelöst. Das, was nicht gut war in der ersten Halbzeit, wenn wir es geschafft haben, in die Tiefe zu spielen, wir konnten die Bälle nicht festmachen. Zu schnell ist der Gegner wieder an den Ball gekommen. Wir haben aber auch keine Unterstützung gegeben. Das sind die Dinge, die wir erarbeiten müssen. Zweite Halbzeit war es sicherlich ein sehr interessantes Spiel. Wir mit dem 1:0, auch der Ball noch abgefälscht vom Rodriguez, sonst denke ich, hätte der Torwart ihn auch gehabt. Da konnte man auch sehen, dass da wie so eine Befreiung das wirkt, dass die Mannschaft dann auch viel selbstbewusster geworden ist, mutiger geworden ist. Ja, und dann fangen wir eben dieses Gegentor, aber das ist nicht nur die Geschichte vom Torwart, wir müssen schon im Vorfeld, darf es nie diesen Freistoß geben, da darf der Dominik Maron nur begleiten, da muss er nicht grätschen, dann kommt der Freistoß nicht, natürlich ja, der Torwart für uns, der Vollert hat so viele gute Szenen auch für uns, auch nicht nur heute, auch in den letzten Spielen gehabt. Das ist halt so, es passieren Fehler und das hat 60 dann ausgenutzt. Wir haben dann wirklich auch gegen 10 Mann versucht, immer wieder vorzubereiten. Wer das selber mal mitgemacht hat, gegen 10 Mann zu spielen, weiß, dass das nicht unbedingt einfach ist. Das, was mir da nicht gefallen hat, siehe dieser wunderbar rausgespielte Konter von 60 über drei Stationen, wo wir glücklich sein konnten, dass wir kein Gegentor bekamen. Da müssen wir in der Restverteidigung viel besser aufgestellt sein. Wir haben ja gerade nachher nochmal umgestellt auf Dreierkette, noch einen Stürmer reingebracht. Aber du kannst natürlich nicht mit 10 Mann nach vorne rennen. Also Sekt oder Selters ist in dem Fall nicht angebracht, weil der Punkt ist auch wichtig und den haben wir. Hätten gerne 3 gehabt, das hätten aber auch die 60er. So, und was ich der Mannschaft auch gesagt habe, dass das Engagement absolut da war. Ne, dass man das schon gesehen hat, wie wir in die Zweikämpfe gehen, wie wir gewisse Dinge lösen wollten. Und ich denke, man hat es auch an der Reaktion der Zuschauer gesehen, die die Mannschaft heute wirklich, ich bin ja nicht so oft hier gewesen, aber auch klasse unterstützt haben. Das muss man auch mal sagen. So, und jetzt geht es wieder weiter. Wir nehmen den Punkt mit. Ich wünsche den 60ern natürlich auch alles erdenklich Gute für den Restverlauf der Saison und meinem Kollegen insbesondere, dass er bald erfolgreich wird, das sowieso bestehen, aber dass er den Stress des Fußballlehrers dann hinter sich lässt. Vielen Dank. Vielen Dank, Norbert Meyer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse?
Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus München alles Gute für die Heimfahrt und für den weiteren Saisonverlauf, gerade schon von Norbert Meyer gehört. Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende, würde mich freuen, Sie alle wieder hier begrüßen zu dürfen am Montag, 25. Februar, zu Gast am Preußen Münster. Bis dahin, tschüss, sagt Ihr und Euer KFC Wien.